Die Kanzlerin hat verstanden. Das war die unterschwellige Botschaft auch heute im Bundestag. Angela Merkel hat gesagt, wichtig ist jetzt, dass das Vertrauen zurückgewonnen wird. Das stimmt. Es gibt eine große Mehrheit in Deutschland, die einfach kein Vertrauen mehr hat in die Wähler von Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich, Merkels Flüchtlingspolitik war wahlentscheidend. Ist überhaupt keine Frage. Ne? Wählerswerk und Merkels Beitrag. Darüber wird diskutiert, wie groß war Merkels Beitrag. Natürlich war er verdammt groß. Und deswegen kriegt es Merkel jetzt auch knüppeldick. Und zwar von allen Seiten. Alle hacken auf ihr rum. Selbst Bundestagspräsident Norbert Lammert rüffelt sie öffentlich, nur weil sie da im Bundestag ein bisschen mit Volker Kauder geplaudert hat. Okay, es lief gerade eine Rede, aber meine Güte. Einen Augenblick mal, Frau Kollegin. Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder, das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Komm, Volker, wir gehen eine rauchen. Merkel ist an allem schuld. Natürlich, Merkel ist jetzt offiziell an allem schuld. Und der arme CDU-Spitzenkandidat Lorenz Cafier, er muss es ausbaden. Was macht er in solchen Situationen? Man weiß das, er setzt sich dann an die Orgel, um seinen Frust zu verarbeiten und stimmt sehr traurige Weisen an. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Ich finde es gut, dass man auch als Politiker seine Gefühle zeigt und ihnen künstlerisch Ausdruck verleiht, aber töpfern wäre auch eine Möglichkeit. Markus Söder von der CSU hat natürlich im Moment wieder einen Lauf. Ne, der sagt, das war jetzt ein Weckruf für die Union, ein Weckruf. Das ist auch gut, Söder ist ja auch ein Mann, der im Oberstübchen traditionell auf Schlummertaste gestellt ist. Und da passt das schon mit dem Weckruf. Und Seehofer kommt wieder mit der Obergrenze. Ich höre nur noch Obergrenze, wieder die ganze Zeit. Obergrenze, Obergrenze, Obergrenze. Und was sagt Söder dazu? Horst Seehofer hat absolut rechts. Da hat er sich ein bisschen versprochen, hast du auch gehört. Es muss natürlich heißen, Horst Seehofer ist absolut rechts. Söder, Finanzminister in Bayern übrigens, ist, kleiner Funfact am Rande, ist auch dagegen, dass der deutsche Staat Steuern von Apple nimmt, um die Firma nicht zu vergrätzen. Und ich verstehe das so langsam. Söder hat nichts gegen Flüchtlinge. Er will nur den noch Bedürftigeren helfen. Ich glaube, in den Flüchtlingsheimen sollen nicht nur Syrer leben, die unsere staatliche Hilfe brauchen, sondern auch die Ärmsten der Armen, denen Bayern traditionell hilft. Steuerhinterzieher und Großkonzerne. Ich sehe schon die CSU-Spitze mit den Teddybären am Münchner Hauptbahnhof stehen und mit den Schildern Steuerflüchtlinge willkommen. Auch für die anderen Parteien. Steht völlig außer Frage, es muss sich was ändern in der Flüchtlingspolitik. Erwin Sellering sagt das, SPD-Mann. Teile der CDU sagen das, die komplette CSU, die AfD sowieso. Ist schon schlimm, diese Einheitsmeinung der Kartellparteien, oder? Ja, ich finde doch. Dabei kommen so gut wie keine Flüchtlinge mehr. Die Balkanroute ist dicht, aber wir müssen sofort die Flüchtlingspolitik ändern. Es gibt hier so gut wie keine Burkas, aber wir brauchen ein Burka-Verbot. Ein Land, das es schafft, sich wochenlang so konsequent mit imaginären Problemen zu befassen, dem muss es wirklich verdammt gut gehen.